dieser Ventilator von Peter Behrens, stammt aus meinem Besitz und ich habe den gekauft im Jahre 1976 beim Trödel in Berlin und begleitet mich seitdem auf allen meinen Etappen, Stationen meines Lebens, stand immer auf meinem Schreibtisch und funktioniert bis heute. Also er hat einen Standfuß, relativ schwerer Standfuß, also Gusseisen, einen Motor, den man heute noch schmieren muss, also so wie früher die Autos auch, man muss sie schmieren. Man kann ihn stufenlos langsamer und schneller laufen lassen. Das Besondere an Behrens' Design für die AEG war einfach, dass er versucht hat, die AEG wirklich ganzheitlich zu sehen. Also er hat die Fabriken gebaut, es gibt ein paar ganz berühmte Beispiele von seinen Fabrikbauten in Berlin. Er hat aber auch Produkte entwickelt, also hier diesen Ventilator, er hat Lampen entwickelt, er hat das Logo entwickelt, er hat die Schrift, er hat eine neue Schrift für die AEG sich ausgedacht. Er ist daneben auch privater Architekt und hat ein privates Büro in Babelsberg bei Potsdam. Und dort arbeiten nacheinander, zum Teil auch parallel, die drei Bauhausdirektoren oder späteren Bauhausdirektoren Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe und Adolf Meyer, die natürlich von Behrens seiner Formensprache sich auch gelernt und profitiert haben. Bemerkenswert und faszinierend an diesem Gerät finde ich einfach die Tatsache, dass es nach 111 Jahren noch funktioniert. Ja, und der wird mich sicher auch den Rest meines Lebens begleiten.